herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute möchten wir das Thema Bluthochdruck analysieren und schauen, ob wir da in der Prävention auch was machen könnten, bevor der Blutdruck nach oben schießt oder auch wenn er mal oben ist, wie kriegen wir ihn auch natürlich biologisch auch wieder runter und wer könnte uns da besser Auskunft geben als die Swiss Mountain Clinic in der Person von der Chefärztin, Frau Dr. Petra Wichel, die heute auch wieder da ist. Herzlich willkommen, liebe Petra. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. Immer wieder gerne dir auch zuzuhören, weil du einfach diese biologischen Abläufe eines Körpers ganzheitlich siehst und nicht nur einfach den hohen Blutdruck und jetzt muss er runter, sondern es gibt auch immer Wege, natürliche Wege, die dieses körperliche System wieder in die Balance bringen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was du uns da erzählst. Naja, letztendlich ist es doch auch eine Erkrankung, die irgendwann mal zum Thema wird, weil die Menschen merken, mir geht's nicht so gut, ich bin so schnell erschöpft oder mein Herz rast, kann nicht mehr gut schlafen, fühle mich unruhig und dann wird so ein hoher Blutdruck festgestellt, der natürlich auch so ein bisschen angstbesetzt ist, weil hoher Blutdruck kann vielleicht auch mal so einen Schlaganfall machen und diese Menschen sind dann schon sehr dankbar, erstmal auch irgendwo eine Blutdruckmedikation zu haben, dass sie aus so einer Krise ist das schon manchmal herauskommen und sind dann auch sehr fixiert, den Blutdruck immer zu messen, was sie vielleicht früher überhaupt nicht getan haben. Und für meine Begriffe ist das eine Entwicklung, die die letzten Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre im Leben des Patienten zu suchen ist. Und wenn man spätestens an dem Punkt, wo man einen Blutdruck feststellt, und für mich war das so als junge Ärztin damals, es war selbstverständlich, dass diese Patienten erstmal dem Internisten vorgestellt wurden. Der Internist hat sie angeschaut, der hat auch ein Belastungs-EKG gemacht, vielleicht auch noch eine Herzkardiographie. Und es kam dann immer irgendwo so ein gleicher Zettel zurück, dass man die Ursache nicht fand, aber dieser Patient bräuchte das Medikament und zwar langfristig. Mhm. Und damit hatte ich dann so nach einiger Zeit das Gefühl, dass ich diese Information vielleicht jetzt nicht unbedingt brauche. Ich muss eine Lösung finden, um zu verstehen, warum dieser Blutdruck für diesen Patienten auf einmal nicht mehr in der Norm ist. Mhm. Und unser Herz ist ja ein Taktgeber für alles, nicht nur für den Blutdruck, auch für den Puls. Und dieser Mensch, der in ein Leben gerät, das ihn manchmal auch zwischen den beiden Fronten zermalt, ein Mensch, der im Leben vielleicht über seine Kräfte präsent war, ein Mensch, der mit einer gewissen Stresssituation über Wochen, Monate und Jahre natürlich angepasst diesen Stress noch bedienen konnte, der riskiert natürlich auch, dass sein inneres vegetatives Nervensystem, das alle biologischen auch Vorgänge steuert und anpasst, ihn in dieser Frage begleitet und dient. Das heißt, niemand kann Überdimensionales vollbringen, wenn der Körper sich dieser Aufgabe nicht anpasst. Dafür haben wir unser autonomes Nervensystem, das uns in der Richtung natürlich sehr ökonomisch die Energie auch dahin lenkt, wo sie gebraucht wird. Mhm. Und alles, was Blutdruck bedeutet, heißt ja Anspannung. Also in jeglicher Form von Stress bin ich nicht tiefenentspannt, ich bin angespannt, weil ich muss jetzt leisten, ob das eine mentale, geistige Kraft ist, die mich zermürbt und mich in eine Stresssituation bringt oder ob das eine körperliche Aktivität ist. Früher war Stress ja auch mit körperlicher Aktivität verbunden. Da war vielleicht Gefahr, da war im Moment die Möglichkeit, an was zu essen zu kommen. Man brachte sich auch körperlich durch eine starke körperliche Investition eine Stressphase. Aber das, was alles Stress macht, die Übersäuerung, die dann stattfindet, die wurde dann wieder schnell auch wieder reguliert durch das Natriumbicarbonat zum Beispiel, wenn Menschen dann in die Ruhe kamen. Heute ist es so, dass Menschen Stress haben, unglaublich viel natürlich auch dann angepasst im Stoffwechsel Säure produzieren, aber die wird ja gar nicht mehr aufgefangen.
die bleibt da wie so eine Stressstarre und verändert in uns. Also ein typischer Patient, der über Wochen und Monate, Jahre in eine Stresskaskade kommt, braucht unglaublich viel Regulationskraft, sein sogenanntes Säure-Basen-Gleichgewicht wiederherzubringen. Und wenn man von Säure-Basen-Gleichgewicht spricht, dann spricht man nicht nur von dem zu viel vielleicht an Magensäure, weil das ist auch noch ein Thema, sondern man spricht, dass da auch sehr viel vielleicht noch ungesunde Ernährung eine Rolle spielt, weil genau in der Verstoffwechselung Eiweiß entsteht, Salpetersäure, Schwefelsäuren, da entsteht so viel Kohlensäure, dass der Körper eigentlich so viel Mineralisation benötigt, um das alles aufzupuffern, damit es hier nicht weiter zu einer bedrohlichen Entgleisung kommt im Säure-Basen-Stoffwechsel. Und was macht eine Übersäuerung im Körper? Sie macht auch starr. Sie verändert nämlich, dass die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, die verantwortlich sind für die Sauerstoffaufnahme, dass die infolge dieser Übersäuerung bei einem pH-Wert des Blutes, der sich verändern kann, der die Tendenz hat, verändern sie ihre Flexibilität. Die Erythrozyten werden dann starr, die Natrium- und Kaliumpumpe verändert sich und damit kann eigentlich diese normale Fließeigenschaft des Blutes, die sich ja bis in die kleinsten Kapillaren notwendig sind, um auch die Zellen, 600 Billionen Zellen zu versorgen, da muss es Stagnation geben im System. Das heißt, es ist eine große Entwicklung zu einer Blutdruckentwicklung, weil einfach die Starre der Erythrozyten es nicht mehr zulässt, in die Peripherie zu gelangen. Das ist dramatisch, weil die Zelle muss dann einen zweiten Weg in der Energiegewinnung vollziehen. Und das schafft natürlich gerade zum Beispiel in der Muskulatur, wenn es zu einer schlechteren Durchblutung kommt, linksdrehende Milchsäure. Und die Patienten klagen über angespannte Rückenschmerzen und Kopfschmerzen und alles, was man leise natürlich auch nachher mit dem Blutdruck vielleicht in Verbindung bringt. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn man jetzt so dieses ganze Gefäßsystem sieht, dann ist ja das, was aus dem Herzen herauskommt, sehr sauerstoffreich, weil es vorher das Blut sich mit dem Sauerstoff aufgeladen hat. Das ist ja wie so eine Frischzellenbereich, die Lunge. Jetzt geht das Leben wieder weiter. Die Erythrozyten oder die roten Blutkörperchen haben den Sauerstoff. Und das linke Herz pumpt es jetzt über die große Aorta in den Kreislauf. Das heißt, das Herz hat natürlich nicht die Aufgabe, im Rahmen jetzt als Pumporgan zu fungieren, sondern das ständig anzupassen, auszugleichen. Und dieses Blut, dieses sauerstoffreiche Blut, das muss ja jetzt, jede Zelle muss jetzt erreicht werden, weil da ist kein Aufschub, sondern der Körper wird jetzt über das Blut natürlich versorgt mit diesem sauerstoffreichen Erythrozyten. Und wenn die ihre Flexibilität verlieren in einem System, das langsam nicht mehr in der Balance ist, dieses Säure-Basen-Milieu aufzubauen und zu gewähren, dann verschiebt sich das. Und die kleinen Kapillaren sind nicht in der Lage, diese roten Blutkörperchen aufzunehmen, weil die in der Starre da auch nicht rein können. Das heißt, der Querschnitt der Kapillare entspricht immer der Größe eines roten Blutkörperchens. So ist das Leben aufgebaut. Sind das da diese Geldrollenbildungen, die man immer wieder sieht? Zum Beispiel, das heißt, was kann der Körper eigentlich tun? Was kann er jetzt eigentlich tun? Er kann doch nur durch den Druck erhöhen, in der Hoffnung, dass er in der Peripherie, und das sind ja fast 70% der Mikrozirkulation, sind diese kleinen Gefäße oder der gesamten Zirkulation, diese Mikrokapillaren. Und er versucht durch einen Druck das zu erreichen. Und wenn man jetzt ein Blutdruckmittel nimmt, ob das jetzt ein sogenannter ACE-Hemmer ist oder ein anderes Präparat, versucht man ja gar nichts anderes als die Dilatation, die Entkrampfung, die Erweiterung der Gefäße, damit sich der periphere Druck senkt und damit natürlich der Blutdruck auch senkt.
Und das ist eine Möglichkeit, die wir jetzt medizinisch und... Aber nicht die Lösung. Ich meine, der Blutdruck ist dann tief, aber die Kapillaren sind immer noch nicht mit dem nötigen Blut versehen. Das will ich dir aber sagen. Ich möchte noch eine Schleife ziehen. Ich hatte kürzlich einen Arzt da, der Jordan. Ich habe den ja weitergeschickt. Genau. Der hatte mir zum Beispiel mal gesagt, das Hirn braucht mehr Blut. Genau. Und sagt dem Herz, hey, schick mir mehr Blut. Der Bluthochdruck geht rauf. Genau. Wir nehmen aber dann Blutdrucksenker ein, chemische Tablette. Das Hirn wird mit zu wenig versorgt, folglich auch ein Hirnschlag sehr gängig. Ja. Und da muss ich sagen, hallo, das ist ja eigentlich nicht die Lösung, oder? Ja, ich finde, es ist schon gut, einen Menschen durch ein Blutdruckmittel aus einer sogenannten hypertensiven Krise erstmal schnell rauszuholen. Ja, unbestritten. Gar keine Frage. Aber da muss man an die Ursache ran, oder? Hundertprozentig. Und das Zweite ist, was ja ganz stark eingesetzt wird bei Blutdruckmedikation, es wird manchmal sogar in das Blutdruckmittel noch dazu. Das heißt, Patienten haben jeden Tag eine forcierte Diurese. Das heißt, die Nieren sind aktiviert, schneller auszuscheiden, damit sich im Blut der Druck senkt, weil natürlich mehr Ausscheidung, mehr Wasser ausgelöst wird. Das ist kreuzgefährlich, weil damit geht ja nicht nur Wasser raus, sondern wertvolle Mineralien. Kalium, Natrium, Magnesium, Calcium. Das heißt, es sind aber hochbasische Mineralien, die ich brauche zur Pufferung. Und ein wirklich wesentlicher auch Aspekt im Organismus, das Blut immer wieder auf 7,4 zu puffern. Und das Blut wird nicht mit dir diskutieren, wenn es diesen pH-Wert in Sorge trägt. Der Körper dient diesem Blut, sofort die Mineralien bereitzustellen. Und wenn er riskiert, dass du morgen auch eine Osteoporose entwickelst, das ist ihm heute egal, weil es ist mit dem Leben nicht vereinbar. Das Blut steht in einer weitaus höheren auch Wertigkeit gegenüber allem anderen. Es hat lebensversorgende Aufgaben. Aber machen wir mal eine Schätzaufgabe. Sagen wir mal, wir haben 500.000 Schweizer hier, die Bluthochdruckmittel nehmen. Wie viel davon wird eigentlich dann noch eine Ursachenanalyse gemacht, dass sie davon wieder wegkommen? Das, glaube ich, wird nicht gemacht, weil Sie hören ja auch, Sie müssen dieses Blutdruckmittel um Gottes Willen immer einnehmen. Und da ist doch schon irgendwo so die große Sorge. Also wir haben das Problem, dass die Kapillare nicht versorgt werden. Der Blutdruck ist ja nur die Antwort, um den Körper sicherzustellen. Und wir nehmen den Blutdrucksenker. Und haben eigentlich die gleiche Situation. Ja, und das Unschöne ist ja daran, finde ich, wenn du das weglässt, ist der Blutdruck wieder hoch. Also es ist doch keine kausale Therapie. Ja, ja. Und die Verbindung zum Beispiel auch zwischen diesem Natriumbicarbonat und der Blutpufferung ist so entscheidend, weil das Natriumbicarbonat wird im Magen gebildet, wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet. Jetzt nehmen aber so viele Menschen und können das Pantozol zum Beispiel, diesen Magenschoner, wie er verkauft wird, dieser PPI, der wird schon, sag ich mal, bis 20 Milligramm frei verkäuflich, ohne ein Medikament. Das heißt, in dem Moment, wenn ich die Magensäure blockiere, dann blockiere ich auch die Natriumbicarbonat-Produktion. Das natürlich, heißt, ja. Dem Blut fehlt es. Mhm. Und damit kann die Pufferung nicht stattfinden. Mhm. Das andere ist, dass die Lacto- und Milchsäurebakterien, die ja 80% der Darmflora ausmachen, ebenfalls verantwortlich sind für die Bildung von rechtsdrehender Milchsäure. Diese rechtsdrehende Milchsäure ist es, die das Blut wieder in einem optimalen pH-Wert reguliert. Diese rechtsdrehende Milchsäure ist es, die den Erythrozyten wieder die Membranspannung gibt, damit die Flexibilität haben, wieder in den Körper oder in die Kapillaren hineinzukommen. Und diese rechtsdrehende Milchsäure ist es, die dann auch die Natrium-Kalium-Pumpen aktiviert, der Mitochondrien-Stoffwechsel funktioniert wieder. Und damit kriegt das System, das ja irgendwo in eine Stagnation gekommen ist, aufgrund wieder langsam seine Normalität. Und dann senkt sich der Blutdruck. Das ist bei Arteriosklerose, das ist ja auch ein Grund, was letztendlich der Blutdruck nach oben muss. Das ist schon so, dass Arteriosklerose ein Zustand ist, den wir Menschen auch entwickeln, schon allein aufgrund unseres Ernährungsverhaltens. Aber Arteriosklerose ist für meine Begriffe nicht
die Ursache für das Ausmaß heute an Blutdruckpatienten. Man muss jedem Blutdruckpatienten vielleicht auch mal zuhören, wie sein Leben verläuft. Und Atherosklerose können wir feststellen, Atherosklerose können wir sehen. Aber wenn du zum Beispiel hier die Hauptschlagader nimmst, ja, und du machst die Hauptschlagader oder siehst sie mit dem Ultraschall und siehst, ihre Hauptschlagader ist 85% noch offen, da sind Atherosklerose, Plaques, sie müssen jetzt eigentlich nichts machen, kommen Sie bitte wieder, das ist noch keine Gefahr. Dem Körper ist es völlig wurscht. Der muss jeden Tag eine Mikrozirkulation gewähren, die ist mit 77% dabei und die setzt an die Zelle an. Die sorgt nicht für die Zelle. Die muss nur das Blutvolumen durchlassen. Ob du einen Schlaganfall bekommst, das ist Aufgabe der Mikrozirkulation. Und hier eine Ader zu haben, die ganz sicher riskiert die Durchblutung, wenn sie hochgradig geschlossen ist, das ist gar keine Frage. Aber die meisten Schlaganfallpatienten, die meisten auch Herzinfarktpatienten haben ihre Mikrozirkulationsstörung. Und immer dann, wenn der Körper einen Ausgleich schaffen kann, er kann Kollateralen bilden, er kann ein schlecht durchblutetes Bereich, den kann er durch neue Kapillaren neu versorgen. Zu diesem ist er täglich bemüht und bestrebt, das zu gewähren, weil die Zelle steht ihm höher, die muss er versorgen. Aber das, was wir heute mit den ganzen Aufnahmen machen und sagen, dieses Herz ist soweit gesund, wir machen Ruhe-EKG oder die Herzkranzgefäße sind frei oder die Herzkranzgefäße sind hochgradig geschlossen. Man muss immer dazu sehen, wie geht es diesem Menschen. Und ich selber habe einen Patienten in der Behandlung, der hätte einen Vierfach-Bypass bekommen sollen, weil alle Koronararterien hochgradig verengt waren. Das war ein zufällig Versicherungsgutachten. Dieser Mann hatte nichts vorher gespürt, auch nichts letztendlich gemerkt. Und er hat sich nicht operieren lassen. Das ist schon fast 10 Jahre her. Und bis heute ist es der sportliche Mensch und er ist es immer noch. Und er geht 2-3 Mal und geht 2-3 Stunden aufs Laufband im Winter und im Super. Sommer. Das ist wirklich großartig, auch diese mentale Stärke zu haben. Darf ich in diesem Zusammenhang mal noch eine Klammer aufsetzen, Strophantin erwähnen? Ja, ich ja. habe nämlich ja schon einige Patienten da gehabt im Haus, die ihre Geschichte erzählt haben über ja. Bypass-Operationen, die sie allesamt nicht gemacht haben, nur mit der Einnahme von Strophantin. Ja, 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 ja. Wie kannst du dir das erklären? Das ja, nein, so? Strophantin gehörte ja nun früher zum Mittel der Wahl, bis noch nach dem Krieg und dann wurde Strophantin so ganz leise aus der Medikation genommen und man hat versucht ja eigentlich die Pflanzen nachzuahmen, digitales Strophantin durch die Medikamente, die wir heute chemisch auf dem Markt haben, was in gar keiner Relation steht. Wir haben in Deutschland noch eine Apotheke, die uns wirklich das G-Strophantin herstellt, was wir auch beziehen für unsere Patienten. Strophantin wirkt unglaublich krampfend, entspannend, relaxierend, gerade bei Blutdruck. Ne, wenn der Anspannungsdruck da ist, gibt es eine Veränderung, gerade bei Angina pectoris, also Verkrampfung der Herzgefäße, spielt Strophantin eine ganz große Rolle. Das Herz wird durch die Entspannung viel besser als Muskel auch versorgt und Strophantin stärkt die Leistungskraft natürlich des Herzmuskels damit. Strophantin ist eine ganz große Pflanze auch in der Behandlung von diesen Herzerkrankungen und auch Blutdruck. Wie viel aber es gibt noch viel mehr weg vom Bluthochdruckmittel, wenn Sie mit so einem Naturmittel arbeiten würden. Ich will gar nicht mal sagen, dass man das Blutdruckmittel sofort wegnehmen kann und die Natur macht es besser. Man muss in der ersten Konsequenz natürlich erstmal sich hören und sich anhören, was ist denn mit diesem Menschen geschehen? Klar. Weil wenn es morgen von ihm kein Umdenken, Gegenlenken gibt, macht es gar keinen Sinn. Und die Therapie dann zum Beispiel, einen Menschen von seinem Blutdruckmittel dann, die oft auch nebenwirkungsbelastend sind, wieder wegzubekommen, das sind dann Prozesse und die beginnen zum Beispiel nur mit einmal pro Monat nach Vollmond 1. bis 7. Tag mit dem Aderlass. Also wir haben regelmäßig unsere Patienten, die nach Vollmond kommen, weil wir mit dem Aderlass natürlich ein Druckgefälle aufbauen und die Peripherie
löst Toxine und der Druck im Gefäßsystem senkt sich. Da geht es gar nicht um viel, da geht es um etwas, um diesen Reiz, um diese Entlastung. Magnesium ist eins der ganz großen Blutdruckmittel, weil Magnesium entspannt. Das ist alles Muskulatur, das ist glatte Muskulatur, aber diese Muskulatur wirkt entspannend durch Magnesium. Entweder Magnesiumcitrat oder Glycinat, aber das ist eins der wichtigsten Blutdruckmittel überhaupt. Oder ich habe noch eine Frage, und zwar hat da auch mal ein Arzt mir kürzlich erklärt, bei Herzinfarkt oder Schlaganfall letztendlich zu verhindern, ist auch das Vitamin C sehr wichtig, damit eben auch die Elastizität der Venen da sind, die einfach haltungsbedingt immer steifer. Ist schon auch etwas. Also ich frage mich eins, wir haben, wenn ich mich wiederhole, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich finde es einfach super schön, wenn der Staat Verantwortung für unsere Gesundheit übernimmt, wie jetzt auch gerade. Aber warum höre ich nie solche Dinge im Bereich des Bluthochdrucks, dass man wirklich sich mit der Ursache beschäftigt? Nee, wir sehen ein Leben lang nur Medikationen, die verabreicht wird, aber keine Ursache. Und bei der letzten Sendung, die wir gemacht haben, war das genauso. Ich frage mich einfach, was ist eigentlich die Aufgabe des Staates? Wenn er sich Sorge macht um unsere Gesundheit, müssen wir doch da anfangen. Ich glaube, es ist ja so aufgebaut, dass wir in einer normalen Medizin sagen, wir müssen so schnell wie möglich und so mit minimalstem Aufwand müssen wir erstmal das Problem klären. Und das geht nicht zu klären, das geht nur zu verbessern. Das ist die Aufgabe heute der Krankenkassen. Deshalb bin ich auch im Laufe der Jahre ziemlich verzweifelt auch gewesen als Ärztin, dass ich eigentlich da immer konform gearbeitet habe, weil mein Anliegen ja auch viel größer war, die Probleme zu erkennen, die Probleme mit den Menschen zu klären und Krankheit auch nicht zu verstehen. Das ist eine Krankheit und die ist jetzt für dich eine Krankheit, sondern diesen Menschen zurückzuführen. Klar. Und das ist kein großer fachlicher Anspruch, einen Menschen in seinem Blutdruck zu behandeln. Der Körper ist doch 24 Stunden geneigt und gewollt, wieder in eine Situation zu kommen, die ihm es dem Herzen leichter macht. Was denkst du, was das fürs Herz bedeutet, gegen einen Widerstand zu pumpen? Damit wird das Herz größer, verliert natürlich damit auch an Energie langfristig. Und Blutdruck hat wirklich viele Ursachen. Aber was ich noch nicht gesagt habe, ist, immer in der Blutdruckbehandlung bitte an das Regulat oder an die rechtsdrehende Milchsäure denken, die wesentlichen Einfluss hat auf die Zirkulation des Blutes und die öffnet die Peripherie, die holt die CO2-Last aus dem Gewebe, die kann wieder abgeatmet werden. Alles, was sich da so im Rahmen des Säure auch Basenungleichgewichtes aufgebaut hat, leise, anpassungsmäßig. Das muss wieder korrigiert werden. Es macht gute Chancen, wegzukommen, aber bitte immer in Begleitung mit einem Arzt, der das begleiten will. Und nur bitte der Patient, der auch es in die Hand nehmen will. So, der sich bequem macht und sagt, ich habe so meinen Schutz, ich nehme mein Blutdruckmittel, was will ich wer, das Leben braucht es. Das ist eigentlich nicht der Patient, den ich begleiten möchte. Ich möchte schon gerne morgen sehen, dass er diese Dinge nicht mehr benötigt. Ja, ich sage extra nochmals, dass man das bitte mit einem Arzt zusammen machen sollte, weil ich habe das selbst mal erlebt, jetzt nicht an mir, sondern an der Behandlung meines Vaters in Brasilien, wo er krank war. Er hatte verschiedene Sachen gekriegt, auch Bluthochdruck. Aber die Sachen, die er sonst gekriegt hat, haben seinen Blutdruck schon gesenkt. Und jetzt kam noch der Blutdruck-Tabletten dazu. Das heißt, er wurde natürlich viel zu tief, ständig umgefahren. Ja. Bis wir das herausgefunden haben, sagt, das hätte natürlich ein Arzt ganz sofort gesehen, oder? Diese Kausalitäten. Klar. Und darum ist es einfach gefährlich, hier selber Doktor zu spielen, sondern sicher, wenn man hohen Blutdruck hat, mit einer ganzheitlichen Ärztin, Mediziner, diesen Weg zu suchen, um aus dieser Einbahnstraße rauszukommen. Die Lebenserwartung ist wahrscheinlich auch kürzer, wenn man ständig Bluthochdruck hat, oder? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ist auch tragisch und unnötig, völlig. Ja, aber letztendlich ist ja, Krankheit ist ja immer das Ergebnis eines Prozesses, den man nicht nur bewusst, den man auch unbewusst natürlich mit dem Körper sich vollzieht in uns. Und
die Dinge, glaube ich, so zu verstehen, ist ganz doll wichtig. Mhm. Und brauchen natürlich auch von demjenigen ein gewisses Aha, wo kann ich ansetzen, was muss ich auch verändern. Ich danke dir ganz herzlich für diese Präventivsendung, sage ich mal so, für diese Aufklärungssendung. Mhm. Ich finde es einfach unglaublich wichtig, dass wir solche Sachen jetzt raustragen, dass jeder zu Hause selbst entscheiden kann, was will er. Im Vorfeld schon verhindern, eben durch Entstressung ist natürlich super cool, oder Ernährung, ja. Vitamin C hast du gesagt. Klar. Solche Dinge. Und wenn man wirklich in dieser Kaskade drin ist, dass man doch unbedingt schaut, liebe Zuschauer und Zuschauer, dass man den Weg aus dieser Sackgasse wieder rausfindet, in Begleitung eben einer ganzheitlichen Ansatz, wo die Ursache im Vordergrund gesteht, wo man auflöst, und da muss die Wirkung, diese Mehrleistung des Herzens nicht mehr unbedingt dann sein. Das wäre natürlich super schön. Dieses Ergebnis wünsche ich Ihnen. Hoffentlich verbreiten Sie diese Sendung schön weiter an die Leute, die eben mit dieser Situation konfrontiert sind, in der Hoffnung, dass sie dann wirklich davon wegkommen. Danke, liebe Petra, Chefärztin von der Swiss Mountain Clinic. Immer wieder ein Segen, dass sie da ist und uns einfach Aufklärungsarbeit leistet, weil wir Ihnen mitteilen dürfen. Alles Gute, bis ein anderes Mal, auf Wiedersehen miteinander.